Während der Europawahl 2014 waren wir in Portugal unterwegs. Auf unserer Reise wollten wir nicht nur erfahren, wie es den Menschen in Lissabon, sondern auch der Landbevölkerung ergeht und versuchen, einen kleinen Einblick in die portugiesische Seele zu erhaschen. Wir wollten wissen, was die Portugiesen über den Euro, Deutschland oder Demokratie denken, was ihre Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft des eigenen Landes und für ganz Europa sind. Wir unterhielten uns mit den unterschiedlichsten Menschen, die uns auf unserer Tour begegneten. Und wir sprachen mit Luis Bernardo. Er ist Vorstandsmitglied und Sprecher für internationale Angelegenheiten von ATTAC Portugal und schreibt für den Le Monde Diplomatique. Hans-Joachim Böhmer, dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied der deutsch-portugiesischen Industrie- und Handelskammer. Simone, sie ist ursprünglich aus Baden-Württemberg und lebt mit ihrer Familie seit 14 Jahren in einem kleinen Dorf in Portugal auf dem Land. Dem Vorsitzenden von Amnesty International Portugal und dem Verbraucherschutzinstitut Victor Nogueira. Mit Dr. Raquel Varela, sie koordiniert den Bereich Arbeit und soziale Konflikte an der neuen Universität Lissabon und forscht im Institut für Zeitgeschichte. Der Gründerin der Lebensmittelhilfsorganisation Banco Alimentar und Präsidentin der Europäischen Lebensmittelbanken Isabelle Jeunet. 2012 wurde sie vom Reader's Digest zur Europäerin des Jahres gewählt. Mit der Direktorin des Goethe-Instituts Portugal, Claudia Hahn-Rabe, und Antonio Wagner Diniz, dem Direktor des Nationalen Musikkonservatoriums von Portugal. Hier leitet er das zuerst in Venezuela bekannt gewordene, preisgekrönte Sozialprojekt El Sistema, bei dem Kinder aller Altersklassen und Herkunftsschichten im Orchester gemeinsam musizieren. Offiziell wird Portugal, ganz im Gegensatz zu Griechenland, häufig als Musterknabe erfolgreicher Austeritätspolitik bezeichnet. Nachdem das ärmste Land Westeuropas 2011 mit einem Hilfspaket in Höhe von 78 Milliarden vor dem Staatsbankrott bewahrt worden war, verließ es kurz vor unserem Besuch den europäischen Rettungsschirm. Dies und die Rückkehr an die Finanzmärkte wurde als bahnbrechender Sanierungserfolg gefeiert. Dass die Refinanzierung nur aufgrund der Deckung durch die EZB möglich war und auch die Staatsschulden zu diesem Zeitpunkt ein absolutes Rekordniveau erreicht hatten, trat in den Hintergrund. Wenige Wochen später sollte der Zusammenbruch der größten portugiesischen Bank Espírito Santo erfolgen. Doch auch diese Verwerfungen wurden schnell verdrängt und seit der gerade erfolgten Verlautbarung der Regierung, dass Portugal den IWF-Kredit vorzeitig zu tilgen gedenkt und nach vielen Jahren der Rezession ein Wirtschaftswachstum zu verzeichnen ist, überschlägt man sich wieder mit Lobpreisungen der gelungenen Sparpolitik. Doch wer zahlt den Preis? Wir werfen unseren Blick zunächst auf die Spuren, die die von der Troika geforderten Maßnahmen in der Gesellschaft hinterlassen haben. Es gibt 1,4 Millionen Arbeitslose bei einer Bevölkerungszahl von 5,5 Millionen erwerbsfähigen Menschen, sodass beinahe 25% der aktiven Menschen arbeitslos sind. Das sind nicht die offiziellen Zahlen, sondern die wahren Zahlen, die wir errechnen. Die offiziellen Zahlen stehen jetzt bei 17%. In den aktuellen Studien sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass 10% der Menschen, die in Portugal arbeiten und Lohn bekommen, damit nicht das Ende des Monats erreichen, um sich selbst zu ernähren oder grundlegende Dinge zu kaufen. Die Löhne wurden in Portugal nicht gesenkt. Was aber richtig ist, ist, dass gewisse Belastungen dazugekommen sind, sodass das reale Einkommen, das verfügbare Einkommen dadurch gesunken ist. Und was auch richtig ist, ist, dass Leute, die jetzt einen neuen Job kriegen, nicht mehr das gleiche Gehalt kriegen wie jemand, der den gleichen Job vor ein paar Jahren gemacht hat. Im Moment arbeite ich auf dem Bau und verdiene ungefähr 500 Euro im Monat. Das ist nicht genug. Ich muss meine Unterkunft bezahlen, mir etwas zu essen kaufen. Das ist echt schwierig. Aber da muss man einfach durch. In Bezug auf die aktiv arbeitende Bevölkerung wird man in den nächsten 4 bis 5 Jahren, maximal in 10 Jahren sehen, dass beinahe 70% aller Arbeitenden in prekären Beschäftigungsverhältnissen tätig sein werden. Sie werden nicht mehr die Stabilität haben, die man braucht, um Familien zu gründen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Sie werden einfach nicht mehr die Kapazitäten haben, um aktive Bürger zu sein. Und wenn das so weitergeht, können die Familien auch nicht mehr als Puffer gegen die Austerität dienen. Und das heißt, dass die Erwerbsarmut enorm steigen wird. That working poverty is rising enormously now. Half of the population is poor, is dependent on some kind of social transference in Portugal. Die Hälfte der Bevölkerung ist arm und von irgendeiner sozialen Unterstützung abhängig. Wir haben Kantinen, die am Wochenende geöffnet sind, um Kinder zu ernähren. Wir sind mit Hunger konfrontiert. Und das ist aus der Sicht des Einzelnen absolut entsetzlich. Selbst wenn man ein schönes Haus und einen guten Job hat, kann man in einer solchen Situation trotzdem nicht glücklich sein. Denn die Gesellschaft selbst ist in einer schrecklichen Situation. Situation.
40 Tonnen Lebensmittel, die andernfalls entsorgt worden wären, kommen täglich hier in der Zentrale der Lebensmittelhilfe Banco Alimentar zusammen, um dann an über 400 weitere ehrenamtlich geleitete karitative Institutionen verteilt zu werden. Wir sehen aufgrund der Krise in den letzten zwei Jahren einen steigenden Bedarf, weil es mehr Arbeitslose gibt und dann auch die Steuern erhöht wurden. Wenn die Mehrwertsteuer um 1% erhöht wird, wirkt sich das gerade bei den Ärmsten aus. Wir haben in Portugal 1 Million alte Menschen, die mit weniger als 270 Euro im Monat auskommen müssen. 1 Million. Insgesamt 10% der portugiesischen Bevölkerung haben weniger als 270 Euro im Monat. 10% of Portuguese population have less than 270 euros a month. Hier auf dem Land gibt es auch Stellen, wo die Bevölkerung hingehen kann und sich Essenspakete abholen kann, also in Form von Reis, Mehl, Öl, Wasser, wie auch immer, Windeln. Und es gibt hier auch, gerade bei uns im Dorf, es gibt durchaus Leute, die es in Anspruch nehmen müssen. Hier auf dem Land sind die Menschen stärker denn je darauf angewiesen, ihre Lebensmittel selbst anzubauen. Doch viele Alte sind hierzu nicht mehr in der Lage. Zudem ist eine ärztliche Versorgung oftmals unerschwinglich. Die soziale Infrastruktur bröckelt und immer mehr Arztpraxen und auch Schulen schließen. Doch den Menschen hier in Pessoas geht es noch vergleichsweise gut. Auch Simone und ihr Mann hatten Glück, denn sie beide haben eine Arbeitsstelle in der naheliegenden Industrie gefunden. Also wir haben hier noch eine relativ geringere Arbeitslosenquote wie jetzt im Landesinneren an der spanischen Grenze entlang oder eben oben im Norden. Das ist hier eine günstige Gegend, einfach deshalb, weil wir die Küstennähe haben und wir haben hier auch sehr viel Industrie. Also es hat mit Werkzeugen zu tun, wir haben ja viel Werkzeugindustrie, wir haben Textil, wir haben Glas, wir haben noch viel Holz und das spürt man, dass hier wirklich ein Industriegebiet ist im Zentrum. Wenn wir an der spanischen Grenze wohnen würden, würde es ganz anders aussehen. Im Landesinneren gibt es für die dort lebende Bevölkerung tatsächlich wenig Hoffnung. Doch Portugal hat in wirtschaftlicher Hinsicht mehr zu bieten, als auf den ersten Blick erkennbar. Portugal ist im Gegensatz zur Meinung in Deutschland nicht ein reines Agrarland. Sicher wird Kork exportiert und sicher werden auch agrarische Produkte exportiert. Sie spielen aber eine sehr untergeordnete Rolle. An oberste Stelle in der Exportstatistik Portugals stehen technische Produkte, die in Deutschland nicht anders wären, nämlich Maschinen und Anlagen, Kfz. Nicht die gleichen Maschinen und Anlagen, die aus Deutschland exportiert werden, wohl aber Teile davon, die unter anderem auch in der deutschen, im deutschen Maschinenbau und im deutschen Fahrzeugbau verwandt werden. Die Exporte Portugals gehen nach Spanien, nach Deutschland, Frankreich und dann kommt schon Angola. Und das liegt natürlich an der Kaufkraft, die in Angola herrscht, aufgrund des Reichtums an Erdöl, aber nicht nur. Es gibt ja auch noch Edelsteine dort. Und in dieser Hinsicht gibt es auch eine Brückenfunktion Portugals für deutsche Unternehmen. Wir machen seit Jahren Veranstaltungen, um deutsche Unternehmen mit portugiesischen Unternehmen zusammenzubringen, die gemeinsam in Angola ins Geschäft kommen wollen. Ich weiß nicht genau, wie viele deutsche Firmen in Angola sind. Portugiesische sind es hunderte. Und die sind wohl etabliert dort, die kennen sich aus, die haben die Kontakte, die Sprache auch, mit der Mentalität haben sie auch Erfahrung. Also das ist genau ein Weg, der beschritten wird. Eigentlich befindet sich Portugal mit der bestehenden Industrie sowie einem Mindestlohn von nicht einmal 3 Euro die Stunde und damit den niedrigsten Löhnen Westeuropas und einem guten Ausbildungsstandard in keiner schlechten Ausgangslage, um wirtschaftlich konkurrenzfähig zu sein. Doch es scheint, als ob mit der Einführung des Euro Ende der 90er ein schleichender Prozess der Überschuldung und des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Niedergangs in Gang gesetzt wurde. Heute hat das Land die niedrigste Geburtenrate Europas, zudem zieht es immer mehr junge Menschen ins Ausland. Eins kann ich sehr gut verstehen, dieses Land hat 20 Jahre in Bildung investiert, ja. Und jetzt gehen diese gut ausgebildeten Menschen gehen weg. Das ist natürlich schmerzhaft, ja. So 2010, 2011 muss es ganz schlimm hier gewesen sein. Und das sind auch sehr, sehr viele eben nach Deutschland gegangen. Das heißt, also sie haben hier zum Beispiel Sprachkurse gemacht. Die Sprachkurse sind enorm, die Anzahl der Sprachkursschüler ist enorm gestiegen. Die jungen Leute sind nach Deutschland gegangen, haben in Deutschland Jobs gefunden. Ja. Und es geht bis heute im Grunde genommen. Die Zahl ist relativ stabil geblieben, derjenigen, die Deutsch lernen. Und es ist immer wieder dasselbe Klientel. Das sind diejenigen, die also keine Arbeit hier finden und die schon Verträge in der Tasche haben mit deutschen Firmen. Das Gefühl der Portugiesen in Bezug auf Deutschland ist zwiespältig.
Einerseits bietet es Perspektiven, andererseits wird Deutschland auch hierzulande für die aufgezwungene Sparpolitik verantwortlich gemacht. Insgesamt fühlt man sich missverstanden. It is a fact that people do work a lot in southern countries, in Greece, in Es ist ein Fakt, dass die Bevölkerung in den südlichen Ländern eine Menge arbeitet. In Griechenland, in Portugal und weniger ausgeprägt in Spanien und Italien arbeiten die Menschen viele Stunden. Die Produktivität ist zwar sehr niedrig, aber das ist eine andere Debatte, eine andere Diskussion. Wir können nicht mehr über Faulheit sprechen. Wir müssen über die Organisation der Arbeit, das System der industriellen Beziehungen reden. Und deshalb trifft es die Leute sehr hart, wenn zum Beispiel Frau Merkel sie als faul bezeichnet. For instance, the Merkel calls them lazy. I think that we have to fight fear. Ich denke, wir müssen die Angst bekämpfen, denn manche Reaktionen Deutschlands sind von Angst getrieben. Angst vor den Immigranten, Angst vor einem großen Finanzkollaps. Wenn wir daher die Angst bekämpfen, die nicht nur zwischen Portugal und Deutschland, sondern unter allen Ländern herrscht, können die Dinge besser werden. Fear that are among not only Germany and Portugal but all the between the countries. I think that things could go better. And I think what is important is to begin to think about the problem. Ich denke, es ist wichtig, die Probleme als europäische zu betrachten. Denn wie ich schon sagte, es ist nicht ein Problem von diesem oder jenem Land. Manche sind zerbrechlicher, daher kommen sie schneller in eine schlechte Situation, aber jeder wird mal drankommen. For a worse situation. But the ones they will come their turn. I think that for the workers, for the German workers. Ich denke, dass die deutschen Arbeiter, wenn sie meinen, dass dies ein portugiesisches Problem oder ein Problem der Südländer ist, nicht erkennen, was passiert. Denn wenn es einen Wettbewerb der Arbeiter gibt, wenn der Süden seine Schulden zahlt, liegt es daran, dass die Gehälter wirklich runtergegangen sind. Daher ist das Geld, um die Schulden zu bezahlen, von den Gehältern genommen worden. Und das führt zu einem richtigen Wettbewerb zu den deutschen Gehältern. Firmen kommen zum Beispiel hierher oder Portugiesen gehen dorthin, um zu arbeiten. Und das wird Druck auf die deutschen Gehälter und auf die gesamten Gehälter ausüben. And this will make a pressure over the German salaries and over the entire salaries. It's not only a Portuguese problem, it's a European problem. A European problem seen in the whole economy. Es ist nicht nur ein portugiesisches Problem, es ist ein europäisches Problem. Ein europäisches Problem, was man in der gesamten Wirtschaft sieht. Aktuell geht es Deutschland gut, aber mittel- und langfristig müssen sie sich den gleichen Problemen stellen wie wir alle. Ein Mangel an Industrie, an Unterschiedlichkeit. China wird eine Supermacht, die USA, die anderen Tiger aus Asien, Indien und irgendwann in naher Zukunft müssen sie sich den gleichen Problemen stellen. And sometimes in the near future they will have to cope with the same problems. Wir haben viele chinesische Firmen, die portugiesische Unternehmen aufkaufen. Wenn unsere Kinder also nicht hart arbeiten, werden die Chinesen kommen und ihnen ihre Jobs wegnehmen und sie müssen nach China gehen und dort ohne irgendwelche sozialen Rechte arbeiten. Hier im Hieronymitenkloster in Lissabon wurde 2007 der Vertrag zur Neuordnung der Europäischen Union unterschrieben, um die demokratischen Grundlagen zu verbessern und um die gemeinsamen europäischen Interessen auf internationaler Ebene besser vertreten zu können. Heute, 8 Jahre später, scheint von diesen hehren Zielen nicht mehr viel übrig zu sein. I thought that solidarity was one of the aims. Ich dachte, dass Solidarität eins der Ziele und der hauptsächlichen Aspekte für die Europäische Union waren. Und ich sehe, dass wenn wir eine Krise haben, jeder nur seine eigenen Interessen verfolgt. Und ich beginne mich zu fragen, wofür es die EU eigentlich gibt. Denn wir können nicht immer nur über das Finanzielle nachdenken. Wir müssen darüber nachdenken, warum die EU gegründet wurde. We must think about why did the European Union began. The European Union is not a nice idea. Die EU ist keine schöne Idee, die europäische Bevölkerung zusammenzubringen. Es ist ein ökonomisches Projekt, das in Wirklichkeit die Menschen gegeneinander aufbringt, denn jeder versucht, einen Job zu bekommen und probiert sich billiger als der andere anzubieten. And is trying to offer himself cheaper than the other one. The European Union or the Europe, let's say, it was something. Die EU, oder sagen wir Europa, war etwas, was erschaffen wurde, um weitere Diktaturen beispielsweise in Portugal zu verhindern. Es war sehr gut, um Demokratie zu implementieren. Und wir hatten auch eine humanistischere Vorstellung. Europa würde für Menschenrechte und Multikulturalität stehen. Es würde viel offener sein und so weiter. Europe would be human rights, it would be multiculturalism,
it will be much more openness, etc. When you talk about democracy or human rights, wenn man von Demokratie und Menschenrechten gegenüber Drittweltländern spricht, sind wir kein Vorbild. Man kann es an den Flüchtlingen, am Asylrecht und der Diskriminierung sehen. Europa ist kein Vorbild mehr. Europe is not an example anymore. I believe in the European idea. I do not believe in this. Ich glaube an die europäische Idee, aber ich glaube nicht an diese EU. Ich glaube einfach nicht an sie. Ich glaube nicht, dass dies eine demokratische politische Struktur ist. Ich glaube nicht, dass sie eine Zukunft hat. Und ich spreche jetzt nicht grundlegend als ein Attac-Aktivist, sondern als Politikwissenschaftler. Strukturell hat die momentane EU keine Zukunft. Structurally, the European Union as it stands has no future. Today, I think that European Union is not so much political. Ich glaube, heute ist die EU nicht so politisch. Es gibt einen Mangel an qualifizierten politischen Führungspersonen. Ein substanzieller Teil der EU ist von finanziellen Interessen dominiert, nicht von demokratischen Themen. Matters. It's not by democratic issues. And you have a enormous bureaucracy in Brussels. Wir haben eine enorme Bürokratie in Brüssel und es gibt einen Mangel an Demokratie bei der Bildung eines neuen Europas. Und man kann es zum Beispiel an diesen Wahlen sehen. Die Verlierer der letzten Wahl waren die europäischen Institutionen. Denn man kann sehen, dass manche politischen Regierungsparteien besiegt wurden und wir sehen das Wachstum extremer Rechts und in manchen Fällen auch Linksparteien. Tatsächlich gewinnen extreme Parteien europaweit immer mehr Wählerstimmen, denn die Menschen sind unzufrieden. Doch welche Rolle spielt der Euro in diesem Zusammenhang? As far as I'm concerned, I also think that the euro is a a deficient construct. Meiner Ansicht nach ist der Euro einfach ein fehlerhaftes Konstrukt. Und es ist unfassbar für mich, dass Personen, die sich wohl selbst als Genies wahrnehmen, nicht sehen, dass eine gemeinsame Währung ohne einem gemeinsamen Budget und einer wirklichen Zentralbank nicht funktioniert. The common budget and an actual central bank doesn't work. Tatsache ist, die Zinsen waren über lange Zeit sehr, sehr runtergegangen. Und deswegen hat es nicht mit dem Eintritt in die Europäische Gemeinschaft, wohl aber mit dem Euro, zeitgleich dazu geführt, dass die Zinsen sehr niedrig waren und deswegen eben vermeintlich mehr Möglichkeit zur Verschuldung bestand. The surplus of Germany has naturally to do something to do with the deficits in. Der Überschuss Deutschlands hat naturgemäß etwas mit den Defiziten in den südlichen Ländern und Irland zu tun. Offensichtlich ist das nicht der Fehler von den Menschen, das ist ein Problem, das von der fehlerhaften Struktur der Europäischen Währungsunion und des Euro selbst herrührt. The EMU, the European Monetary Union and the Euro itself. Of course, now with this coin is impossible to remain, but we have to see much further. It's not about coins, it's about the system itself. Natürlich ist es unmöglich, dass der Euro in heutiger Form bestehen bleibt. Aber wir müssen viel weiter sehen. Es geht nicht um die Währung, es geht um das System selbst. Es geht um den Fakt, dass 870 Menschen in Portugal, 870 von einer Gesamtheit von 10,5 Millionen, 45% des Gegenwerts vom Bruttoinlandsprodukt besitzen. Ich meine, das ist das Hauptproblem. Man kann eine beliebige Währung haben, aber es kann nicht sein, dass 800 Leute den Gegenwert der Hälfte des gemeinsamen Reichtums des Landes besitzen. Das ist der Hauptpunkt. Ich glaube, eine gemeinsame Währung ist eine gute Idee, aber es braucht eine Vielfalt an vorausgehenden Strukturen, damit es funktioniert. Ansonsten wird es nur weitere Zerstörung hervorrufen, so wie es jetzt schon geschehen ist. In the ways that it has already. Eine Kollegin von mir hat unter anderem, als ich mit ihr über die EU diskutiert habe, gesagt, weißt du, das ist so, wir wurden eigentlich dafür bezahlt, dass wir nichts mehr machen. Es wurde uns von der EU vorgeschrieben, was wir in welcher Menge herstellen dürfen. Und wir haben unsere Eigenständigkeit verloren. Jetzt können wir uns nicht mehr so unterhalten wie früher. Früher waren wir haben alles gehabt. Wir haben die Fischerei gehabt, wir haben den Ackerbau gehabt, wir haben die Viehzucht gehabt, wir haben Minen gehabt, wir haben Stahl gehabt. Und wir wurden bezahlt dafür, dass wir es nicht mehr machen. Die durch den Euro entstandene verführerische Möglichkeit, günstige Kredite zu erhalten, hat manches Land, so auch Portugal, seine eigentlichen Stärken vernachlässigen lassen. Aufgrund der nun entstandenen Abhängigkeit gerieten die wirtschaftlichen Interessen der Geldgeber politisch immer mehr in den Vordergrund. In some cases, the financial institutions, the big corporations, they have no accountability, public accountability.
In manchen Fällen haben die Finanzinstitute und die großen Konzerne keine öffentliche Verantwortung. Sie müssen nur ihren Anteilseignern berichten, aber sie haben keine politische Verantwortung. Sie können den Sitz ihrer Firma einfach verlegen. Es gab hier viele Firmen, die nach Holland oder Luxemburg verlegt wurden, weil sie dort viel weniger Steuern zahlen. Es gibt keine politische Kontrolle der Firmen. Die Macht der Politik ist kleiner als die der Wirtschaft. Und das ist nicht demokratisch. There are no political control on the companies. The political power is under the power of the economic power, and this is not democratic. The point is that capitalism since the First World War. Der Punkt ist, dass der Kapitalismus seit dem Ersten Weltkrieg, aber hauptsächlich seit dem Zweiten Weltkrieg, vollständig vom Staat abhängig ist. Es gibt hunderte unterschiedliche Möglichkeiten, um Geld vom Staat zu bekommen, und sie nutzen sie alle. Public-Private Partnership, Subventionen. Das größte kapitalistische Unternehmen ist der militärische Komplex der Vereinigten Staaten. Er ist gänzlich abhängig vom Verteidigungsministerium, also vom staatlichen Budget. The idea was building big highways paid by private money. Die Idee war es, große Autobahnen zu bauen, die von privaten Geldern finanziert werden, und es gab einen Vertrag zwischen dem Staat und den Unternehmen. Und sie haben quasi innerhalb einer Konzessionsperiode einen bestimmten Geldbetrag erhalten. Aber der Punkt ist, dass all die Zahlen nicht korrekt waren. But the question is that all the figures were not correct. So the for people investing in there was no risk for the investors because. Es gab also kein Risiko für die Investoren, denn der Staat hat sehr, sehr viel Geld bezahlt und die Kalkulationen basierten auf den Schätzungen eines bestimmten Verkehrsaufkommens. The cost was done supposing that a certain amount of transit or traffic would occur. Aber dieses veränderte sich enorm, als man für die Nutzung der Autobahn bezahlen musste. Daher hat es abgenommen und der Staat hat sehr viel Geld bezahlt und die Unternehmen sehr viel Geld damit verdient, dass auf den Autobahnen keine Autos mehr fahren. And for the time of paying all these highways, it's a und während der Staat für diese Autobahnen sehr, sehr viel Geld gezahlt hat, haben die Investoren wie immer sehr, sehr viel Geld verdient und gleichzeitig wurden die Pensionen von Rentnern gekürzt. Many money for these investors, but they cut the pensions for people who has retired. Eine freie Presse gilt als die vierte Gewalt im Staate oder auch als vierte Säule der Demokratie. Doch auch die Medien scheinen heutzutage mehr und mehr wirtschaftlichen Zwängen unterworfen. Es gibt leider Gottes ganz wenig investigativen Journalismus. Und denn wer leistet sich das heute noch? Ja, die wenigsten Zeitungen. Und insofern denke ich, ist es ganz wichtig, dass die Fragen gestellt werden, die kritischen Fragen gestellt werden, damit eben Entscheidungen so getroffen werden, dass Bürger wirklich einbezogen werden in Entscheidungsprozesse. For instance, in Portugal, most of the media outlets. Zum Beispiel in Portugal gehören die meisten Pressekanäle mit nationaler Reichweite großen Finanzgruppen und man sieht eine Beschneidung der Nachrichten und eine Minimierung der Vielfalt von Informationen, die der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden. Das ist eine grundlegende Säule demokratischer Gesellschaften, viele Informationsquellen, eine Vielzahl von Meinungen zu haben. Ich würde sagen, es gibt keine Vielzahl von Meinungen in irgendeinem europäischen Land mehr. The country in the Eurozone anymore. Ganz Europa sieht sich nicht nur mit großen wirtschaftlichen, sondern auch enormen politischen Herausforderungen konfrontiert. Es stellt sich daher die Frage, wie Lösungen für ein demokratisches Europa aussehen könnten. It is necessary not to concern yourself only with inflation, but you need also to take into account unemployment. Es ist notwendig, sich nicht nur mit der Inflation zu befassen, sondern man muss auch Arbeitslosigkeit, Armut und weitere soziale Indikatoren berücksichtigen. Das wäre eine erste Lösung. Die zweite Lösung wäre, dass die Europäische Kommission komplett dem Europäischen Parlament untergeordnet würde, wie auch immer die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments sein würde. Und das sage ich, obwohl ich mir bewusst darüber bin, dass die Mehrheit im Europäischen Parlament eher dem rechten Flügel zuzuordnen ist. Und offensichtlich bin ich mit diesen Ansichten nicht einverstanden. Aber es wäre wenigstens demokratischer und legitimierter als die Kommission, so wie sie jetzt existiert.
than the commission and as it exists now. There is no solution in this Europe. Es gibt keine Lösung für dieses Europa. Wir hatten gestern Wahlen für ein Parlament, das nichts entscheidet. Das politische Europa hat keine Macht. Es wird nicht mehr respektiert. Nur ein Drittel der Portugiesen sind zur Wahl gegangen. Ich denke, dass man aus Brüsseler Perspektive noch viel stärker die Menschen einbinden muss in Entscheidungen. Also im Moment ist alles top-down und es würde heutzutage anstehen, dass man nach unten schaut, bottom-up, und die Bürger mehr einbezieht in die gesamten Entscheidungen und transparent macht, warum welche Entscheidungen fallen. Die Regierung handelt für sich selbst und fragt nicht nach den Menschen. Ich denke, das ist der Fehler. Man sollte mal überlegen, wie man das Ganze mal ein bisschen verschlankt und entbürokratisiert und den Menschen zugänglicher macht. Ich glaube, da ist noch eine große Aufgabe vor uns. This is also an important part of the problem that Eurocrats. Es ist ein großer Teil des Problems, dass Eurokraten an eine Vision von Europa glauben, die meiner Ansicht nach keine Verbindung zur Realität hat. Have any connection to reality, in my view. In den letzten Jahren gab es in Portugal mehr Generalstreiks als in der gesamten Geschichte des Landes. Trotzdem haben wir die Mentalität der ehemaligen Kolonialmacht als gemäßigter im Vergleich zu den anderen Südländern wahrgenommen. Manch einer erkennt die lange Seefahrtsgeschichte als Grund für einen gewissen Schwermut und die große Leidensfähigkeit der gleichwohl selbstbewussten und temperamentvollen Nation. Die Europapolitik gehört hier nicht zum alltäglichen Thema der Menschen untereinander. Doch mit Stolz und etwas Wehmut verwiesen unsere Gesprächspartner immer wieder auf die friedliche Nelkenrevolution, mit der hier vor 41 Jahren die Diktatur beendet wurde. Heute erträumen sich die Portugiesen ein anderes Europa. Luis und Antonio richten ihre Botschaft an die Deutschen. Please take what you read and what you see on TV with a grain of salt. Please try to Bitte stellt das, was ihr lest oder im Fernsehen seht, auch in Frage. Probiert mehr zu lesen als die Mainstream-Zeitungen. Bitte probiert mehr zu schauen, probiert das Internet zu nutzen. Probiert mit euren südeuropäischen Nachbarn zu sprechen. To your southern European neighbors, of which I think there might be plenty wherever you are, even in the less. Von denen es selbst in Gebieten in Deutschland mit wenigen Immigranten einige geben wird, die euch sicherlich etwas über die Lebensweise und die Schwierigkeiten oder Probleme hier erzählen können. Ich denke, das wäre sehr wichtig. The way of life here. And the troubles and the problems that occur here, I think that would be very important. Keep reading your classics. Keep getting and involved with your culture. Behaltet es bei, eure Klassiker zu lesen. Bleibt mit eurer Kultur verbunden, denn es ist eine Kultur des Friedens. Es ist eine Kultur, die die ganze Welt erleuchtet hat. Seid stolz darauf und teilt es mit den anderen. Seid nicht ängstlich vor den anderen. Und um Himmels Willen, fangt damit an, das Problem als Ganzes zu sehen, als ein europäisches Problem, nicht als ein Problem von Portugal, Spanien, Deutschland oder sonst was. Ich denke, das ist jetzt eure Chance. Uns hat die Schönheit und Vielfältigkeit Portugals mit seinen Wäldern, der abwechslungsreichen Küstenlandschaft, der traditionsreichen Kultur und den herzlichen Menschen in den Bann gezogen. Und wenn die Stärken jedes Einzelnen in eine Gemeinschaft eingebracht werden, kann hieraus ein buntes und stabiles Ganzes erwachsen. You need to be different and you have to respect also. You can see the Greece. Many words we use all come from. Wir müssen unterschiedlich sein und man muss das respektieren. Wir sehen Griechenland, viele Wörter kommen aus Griechenland. Demokratie kommt aus Griechenland. Griechenland hat eine große Geschichte und es ist traurig zu sehen, dass es in Griechenland Menschen gibt, die nicht arbeiten, die gewalttätig sind. Griechenland ist sehr wichtig und andere europäische Länder auch. Die Unterschiede sind essentiell. Wir können kein Europa bauen, welches nicht die enormen und guten unterschiedlichen Kulturen respektiert. Es ist essentiell, dies zu bewahren. The difference, the enormous difference and the good difference and the different cultures, and it's essential to preserve it. We need to build a society where poetry, where reading. Wir müssen eine Gesellschaft bilden, in der Poesie, Lesen, Freizeit und die Kunst einen Platz für jeden haben. Wir müssen die Frage des Überlebens und des Einkommens für jedermann lösen und beginnen, eine menschliche Gesellschaft zu erschaffen, in der sich Menschen keine Gedanken mehr darüber machen müssen, ob sie am nächsten Tag was zu essen haben. Start building a human society where people are not thinking if they will have food next day. My big dream. Mein großer Traum wäre es vielleicht, alle gemeinsam zu sehen wie eine große Familie und dass in Europa alle Menschen ein gutes Leben führen können, sodass es keine Obdachlosen mehr gibt. Das ist das Schlimmste in Portugal und in den anderen Ländern genauso.
Ich würde mir wünschen, dass Europa ein friedlicher und schöner Platz wird, an dem wir in Solidarität leben und dabei den Respekt vor den Menschenrechten, die wir in den letzten Jahren erarbeitet haben, nicht verlieren. Da gibt es ein tolles Musical, in dem es ein schönes Gedicht gibt, in dem ein toter Deutscher nach dem Ersten Weltkrieg einen toten Engländer trifft und sagt, du bist der Feind, der mich getötet hat, aber wir sind doch die gleichen. And after dying, they tell you were the enemy who killed me, but we are the same. So I think that's the aim. Ich denke, das ist das Ziel. Nicht mehr so viel über die Vergangenheit nachdenken, sondern vielmehr über die Zukunft. Much more about the future.